Hallo, mein Name ist Luca und meine lieben Freunde, ich sitze hier nicht alleine, sondern mit... Selfie Sandra! Ding, ding. Ah, Digga, das ist voll nee. Wir haben uns heute hier versammelt, weil wir zusammen den Cleverbot spielen wollten. Wir haben hier schon ein bisschen mit ihm geschrieben, zum Beispiel gut und dir. Er hat geschrieben, auch danke der Nachfrage, super, bist du sauer? Nein, du auch nicht. Was schreiben wir jetzt? Bist du dick? Erstmal für dich zur Erklärung, Cleverbot ist eine Website, wir können mit dem schreiben und der antwortet irgendwie. Jeder kennt den Cleverbot. Schreib mal, bist du dick? Ja, ich stehe neben dir. Hä? Nein, hier steht niemand. Ich. Ach so! lustig. Schreib mal, was hast du heute gegessen? Was hast du heute gegessen? Das sind so richtige Smalltalk-Fragen. Menschen! Nein, Junge, du Kabanister! Ey! Was hast du gerade gesagt? Kabanisten oder wie heißt das? Sprachen lernen, Bubble. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was? das sind so richtige Opferfragen, Alter. Was stellst du denn immer für Fragen? Das sind so richtige ICQ-Fragen. Grün und blau. Entscheid dich, Alter. Ich will dich kennenlernen. Schreib mal, ich bin heiß. Nein, bist du nicht. Alter, du bist kein heiß. Ey, Digga, der disst dich einfach die ganze Zeit. Schreib mal, ich bin aber eiser als du. Ich bin aber eiser als du, so? Ja. Oder wie? Okay, wie alt bist du denn? Schreib mal 80. 80? Hey, du bist nicht 80. Okay, du warst mal 13? Ja, nee, Digga. Wir schreiben, hau erstmal die Wahrheit raus. In Wirklichkeit ist Sandra 20. Ja, okay. Ich liebe diesen Namen. Oh, danke. Oh. Wie heißt du denn? Schreiben wir mal. Er schreibt, sag ich nicht. Boah, Junge. Sag doch, Digga. Warum sagt er sich seinen Namen? Nerin. Nerin? Und Nachname? Nerin hört sich sehr orientalisch an, der Name. De Salvador. Wieso willst du das wissen? Nerin de Salvador ist der Name? Okay. Okay, finde ich gut. Hä? Ja, okay, ich würde sagen, wir kommen wieder mit normalen Fragen. Was soll ich fragen? Frag dir mal, was deine Handynummer ist. was ist deine Handynummer? Das sind so Fragen, die habe ich dir noch nie gefragt. Ja. Was ist denn so witzig? Was denn? Denkst du, ich bin ein Cleverbot? Nein. Schreib mal nein. Nein. Du bist aber eine. Ach ja, klar, Junge. Eine? Heißt es die Cleverbot? Ich dachte, es heißt der Cleverbot. Mein Leben lang mit einer Lüge gelebt. Sollen wir das Gespräch mal so ein bisschen neu wieder aufleben? So, wir hatten jetzt einen komischen Start mit dem Cleverbot. Komische Fragen, komische Aussagen. Also das wäre jetzt wieder ein Normalstart mit einer normalen Frage. Was ist dein Lieblingstier? Das ist ja normal. Was sagst du denn, fremde Leute? Was ist überhaupt dein Lieblingstier, Digga? Alpakas, ne? Alpakas, Otter und... Ich schwöre, meine sind... Ey, kennt ihr diesen Otter-Emoji? Eine Freundin von uns hat den in eine Gruppe geschickt. Ich blende euch den hier mal ein. Ist einfach der süßeste Emoji auf der ganzen Welt. Ich will mal sagen, was meins ist. Elefant, Giraffe. Richtige Spasti-Tiere. Das sind so diese typischen Zootiere einfach. Elefanten, Giraffen, Löwen. Was ist dein Lieblingstier? Frage ich jetzt einmal mal den Cleverbot. Ich mag alle. Schreib mal umweltfreundlich, Fragezeichen. Was für umweltfreundlich? Ja klar, wenn du Tiere magst zum Beispiel. Ich hasse Schlangen. Ja. Ja. Wieso denn? Wieso? Weil es nur eine Erde gibt? Wieso denn? Weil meine Freundin Schluss gemacht hat? Oh, schreib mal wieso! Nicht in den Streit. Warum denn sonst? Schreib mal betrogen. Warte, betrogen? Fragezeichen. Wieso kannst du mit 26.424 Leuten reden? Schreib mal, weil ich cool bin. Digga, ihr redet so die ganze Zeit aneinander vorbei. Nee, bist du nicht. Doch. Nee, ich hab schon einen. Warte mal. Hast du mir jetzt einen Korb gegeben? Was hast du? Eine PS4. Schreib mal, ich aber auch. Nein, ich bin ein Mädchen. Das macht gar keinen Sinn, diese Website. Wir starten das alles nochmal neu. Guten Tag, schreibe ich jetzt einfach mal, sodass wir gediegen reinstarten. Hi. Hallo. Okay, jetzt frage ich einfach mal, wie geht's dir, so direkt zu Beginn. Okay, wie geht's dir? Das ist ja richtig mit Apostrophe oder so, übertreibst ja richtig deine Lage. Gut, und dir? Wie geht's uns? Auch ja, gut, auch ne? Gut. Auch gut. Etwas müde, aber naja. Etwas müde, aber naja. Aber naja, okay. Das ist schön. Schön ist mein Popo. Jeden Tag Squat-Challenge. Jeden Tag 15 Squats, Alter. Mein Arsch am Brennen, Digga. 15? Nicht da, wo du bist. Doch. So richtig Kindergartenunterhaltung. Nein, hinter mir ist eine Wand. Schreib mal hinter mir auch. Nee, neben dir ist eine Wand.
Junge! Weil ich stabil bin. Mein Onkel nennt mich immer Kante, weil er gesagt hat, weil ich so dick bin. Mein Onkel nennt mich immer Kante. Kante, ach scheiße. Nein, ich habe dich noch nie geliebt. Schreib mal, ich bin aber hübsch. ich vertipp mich die ganze Zeit, weil meine Hände so kalt sind. Ich bin aber hübsch, mach ein Foto von dir. Schreib mal, für 100 Euro ja. Für 100 Euro ja. Nein, danke, Junge! 50, weil ich dich nicht kenne und dich auch nicht kennenlernen möchte. Oho. Korb? Fragezeichen. Nein, kapier's. Hä? Der ist voll frech zu uns irgendwie. Übelst, Alter. Ja, Mann. Sollen wir auch ein bisschen frecher werden? Ja, schreib mal, Was soll ich schreiben? Schreib, du siehst aus wie ein Klopapierstück. Boah, weißt du nicht? Wir haben uns in deinen PC gehackt, schreibe ich einfach mal. Vielleicht kriegt er dann Angst, weißt du? Ich weiß. Hi. So ein richtig dummes Video. Ich bin noch unter 20, sagen wir so. Wir nicht. Wir sind über 20. Du bist 20, ich bin 23. Erzählst du mir eine Geschichte? Schreib, worüber? Worüber? Ich habe 1000 Geschichten. Es war einmal ein Mädchen, die war mit einem wunderbaren Jungen zusammen. Ende. Dinge... Toll. Die Sandra noch nie erlebt hat. Seit Tag 1 Single. Ich bin die Prinzessin auf der Erbse. Sandra ist die Erbse auf der Prinzessin. Nein. Nein, schreib mal doch. Doch. So richtig dumm einfach. Der weiß gar nicht, was er schreiben soll. Wie groß bist du denn? 4 Meter. 4 Meter? 4 Meter. Nein. Abgestürzt? Ich glaube, Cleverbot hat die Sache mit uns beendet hier. Digga, der checkt, dass wir uns in ihn reingehackt haben. 12 seconds later. Er hat geschrieben, nein, bist du nicht. Doch. Doch. So richtig dumm. Was ist deine Macht? Ich kann zaubern. Du kannst nicht zaubern. Kann ich nicht zeigen, du Opfer. Schreib mal selber Opfer. Selber Opfer. Fühlst du dich wieder cool? Ja. Ja, sind wir auch. Super. Schreib mal, du auch? Du auch? Nein, er ist ja ein Opfer. Opfer ist auch so eine dumme Beleidigung einfach. Was ist deine Lieblingsfarbe? Okay, warte. Wir können jetzt wieder das Gespräch von unten herauf cool, entspannt anfangen. Also, was ist unsere Lieblingsfarbe? Der ist aber voll. Ja, okay. Ganz ehrlich, wenn der Beef will, dann soll er Beef haben, Alter. Okay, was sagen wir, was ist deine Lieblingsfarbe? Heißt so wie deine Fresse. Alter, Luca! Magst du Sharon Benson? Was ist das? Benson? Sharon Benson? Sharon Benson. Wer ist das, Lo? Wer ist das? Ich. Hä? Hey, was stützt denn diese Scheiße die ganze Zeit ab? Ich bin aber ein Junge, hat er geantwortet. Schreib mal, und ich ein Mädchen. Und ich bin aber kein Mädchen. Ich bin aber ein Mädchen. Ich schreibe wir auch, wir sind auch Jungs. Ja. Wer ist wir? Oh, der weiß ja gar nicht, dass wir zu zweit sind. Schreib mal Lukas und Sandra. Sandra und Lukas. Ja. Sandra und Lukas. Auch schöner Name. Auch schöner Name. Oh. Danke. Danke, freut mich zu hören. Deiner aber nicht. Nein, der soll da erstmal antworten. Wie alt bist du? 23. Ich schreibe korrekt mit dem. Ich schreibe ernsthaft. Okay, ich auch. Schreib, vorhin warst du aber noch unter 20. Stimmt. Vorhin, ja, der war schon. Vorhin warst du aber noch unter 20. Punkt, Punkt, Punkt. Nein. Nein. Doch. Doch. Was denn? Ja, ja, ja. Das denn? Ja, 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 ja. Ich bin ein Mädchen. Ja, das juckt mich nicht. Ja, das juckt mich nicht. Ausrufezeichen. Ich liebe dich. Schreib mal, ich liebe nur meine Mutter. Und deinen Vater. Ja, auch. Ja, auch. Was hast du gemacht? Nix. Gechillt. Das ist nicht dein Ernst. Hä? Warum bist du wieder sauer? Nein. Doch. Doch. Immer diese bescheuerte Antwort. Doch, einfach. Ja. Ja. Nein. Schreib mal Fresse? Fragezeichen. Okay, dann nicht. Fresse? Fragezeichen. Ey, Digga, irgendwie tut der mir leid. Wieso beleidigst du mich? Tun wir gar nicht. Digga, der beleidigt uns die ganze Zeit eigentlich. Wir wollen voll die normale Unterhaltung. Aber Schatz. Aber Warum? Doch. Komm, wir beenden das Video jetzt nochmal mit einer freundlichen Nachricht und bedanken uns beim Cleverbot. Wir schreiben einfach, danke, dass wir ein Video mit dir aufnehmen durften. Punkt, Punkt, Punkt. HDL. Sind wir nicht. Ja, verpiss dich doch, Junge! Ja.
Okay, an der Stelle würden Sandra und ich das heutige Video auch beenden. Einige Leute haben mir in die Kommentare geschrieben, dass ich mit Sandra mal wieder mit dem Cleverbot reden soll, beziehungsweise nicht mal wieder, sondern Sandra hat ja... Du hast noch nie mit dem Cleverbot geredet, ne? Nein, ich wusste auch gar nicht, dass dieses Cleverbot existiert. Ich bin in der Internetwelt ein bisschen aufgeschmissen, Alter.